Jo, hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal InKev. Schön, dass ihr auch diese Videos gern anschaut. Ja, gerade die letzten Reactions, die kamen auch super gut an aus dieser Location. Ich weiß, die Qualität ist jetzt nicht die gleiche wie vom Reaction-Raum Nummer 1, ja, und zwar bei mir zu Hause. Ich bin aber in Österreich und reagiere trotzdem auf die Videos. Ja, ich habe da Bock drauf, weil es wäre auch zu stressig gewesen, jetzt irgendwie vorzuproduzieren für den InKev-Kanal. Und deswegen habe ich gesagt, jo, ich mache das einfach von hier aus. Es funktioniert und deswegen gehen wir einfach mal rein. Wir schauen uns mal das erste Video an, und zwar Tilted Floster, die militante Veganerin auf OnlyFans, Audio Fixed. Also es ist die zweite Version von ihm. Und da schauen wir einfach mal rein, was er zu sagen hat. Da geht es scheinbar auch unter anderem, glaube ich, um den extremen Veganer. Also nicht nur die militante Veganerin, aber es kommt einiges dazu, scheinbar. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Hallo zurück und willkommen auf meinem Kanal. Heute mal in einer etwas anderen Umgebung, weil ich diese Woche nicht zu Hause bin und erst nächste Woche wieder anwesend bin. Aber habe jetzt überlegt, dieses Video zu machen, relativ spontan und ohne große Vorbereitung, mehr oder weniger, um euch über den aktuellen Stand, was so gerade abgeht bei der militanten Veganerin und dem extremen Veganer, und würde dazu gerne erstmal gerade ein paar Punkte anbringen. Die militante Veganerin hat jetzt OnlyFans eröffnet, wo man pornografische Inhalte von ihr sehen kann, die sie dort verkauft und vermarktet. Man kann bezahlen, dass man mit ihr schreiben kann, mit ihr chatten kann. Man kann ihr Dickpics schicken, um diese zu bewerten. Das habe ich bereits auch schon auf YouTube. Junge, das kann mir echt keiner erzählen. Sie macht ein Rating über die Dicks der Männer. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie die Frau sich entwickelt hat. Ich habe hier gesehen, dass die Ersten schon daraus Content schlagen, und finde das in der Richtung sehr, sehr kritisch, da das jetzt alles mehr oder weniger diese ganzen anderen Problematiken, die man bei ihr eigentlich wirklich kritisieren kann, sei es das Plattform von rechten Gedankengut, sei es das Supporten von der Administration des Vegan Dreamland Servers, die jetzt auch nach meinem letzten Videos, wie man das auch gesehen hat, mehr als schwierig sind. Das ausgiebige Nutzen von rechten Dog Whistles, also quasi Begrifflichkeiten, die eher aus der rechten Szene genutzt werden. Zum Beispiel sagt sie ja, was ich auch im letzten Video erwähnt habe, auf Twitch statt Holocaust, Hologramm, was ein rechtes Dog Whistle ist, in der Hinsicht, dass man dann nicht Holocaust sagt, sondern Hologramm ausgesprochen. Jeder weiß auch, was damit gemeint ist. Und der Begriff Hologramm auch nochmal diesen Beigeschmack mit sich führt, dass ein Hologramm ja etwas ist, was gar nicht physisch oder wirklich existiert. Und man damit ja quasi auch suggerieren könnte, dass der Holocaust so in der Form nicht stattgefunden hat. Ich finde es schon mehr als bedenklich, dass jetzt um... Ich denke jetzt zwar nicht, dass sie darauf abspielen möchte, aber es ist einfach makaber. So, es ist einfach makaber überhaupt, dass... zu vergleichen, finde ich sehr, sehr krass. Diesen ganzen OnlyFans mehr Aufmerksamkeit anscheinend stellenweise bekommt, als diese ganzen anderen Sachen, wofür man sie wirklich kritisieren kann. Aber das zeugt ja wieder ein Bild unserer Gesellschaft irgendwo. Anscheinend rechtes Gedankengut, Antisemitismus und sowas stellenweise relativ verharmlost und wegignoriert wird. Aber sobald sich eine Frau in irgendeiner Form irgendwo nackt zeigt, auszieht oder das verkauft, dann wird der große Aufstand gemacht. Und deswegen mache ich jetzt nochmal dieses Video hier ein bisschen, um das nochmal alles ein bisschen hochzuholen. Schaut euch die anderen drei Videos von mir an, die ich hier jetzt verlinke, und dann werdet ihr mehr erfahren, wenn ihr von der Thematik zum Beispiel noch nichts wusstet. Der Titel ist natürlich etwas Clickbait, da gerade OnlyFans mit der militanten Veganerin in Verbindung gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, und ich versuche, diese Aufmerksamkeit wieder etwas umzulenken durch dieses Video, dass vielleicht Leute darauf aufmerksam werden und sich die anderen Videos vielleicht anschauen, um dann zu wissen, was eigentlich richtig, richtig kritisch an dieser Person oder an diesen Personen sind, was auch den extremen Veganer quasi betrifft. Und da wird sich jetzt auch gefreut, dass der Vegan Dreamland Server 30.000 Mitglieder erreicht hat. Alter, was? Auf dem Vegan Dreamland Server sind 30.000 Mitglieder? Holy shit, okay, das ist crazy. 30.000 ist schon sehr, sehr sick. Welcher von einem faschistischen Admin-Team betrieben wird. Anders kann man das einfach nicht sagen. Wahnsinn. Und sie lässt sich auch gerne von Menschen aus der rechten Bubble auf Twitch raiden und nimmt es wohl einigermaßen wohlwollend hin, feiert auch noch ab, dass der gerade rein raidet. Also nimmt man auch völlig in Kauf, dass diese Community quasi über sie weiter Reichweite generieren kann und mit aufgenommen wird.
Ich glaube, da geht es auch wirklich nur um Reichweite. Es geht um nichts anderes. Ich glaube, es geht noch nicht mal bei der militanten Veganerin um irgendeine Ideologie, sondern bloß Reichweite zu machen, um dann später Profit draus zu ziehen. Das ist gerade so mein Denken. Weil warum machst du jetzt OnlyFans? So, wenn du eigentlich für Veganismus stehst und das deine Aktion ist. Für mich ist das einfach eine Sache, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um halt Geld zu generieren. Was anderes ist es nicht. Also die militante Veganerin kann man aus meiner Perspektive einfach auch nicht mehr ernst nehmen. Ne, weil sie tut sich damit selbst keinen Gefallen, dem Veganismus keinen Gefallen und ja, keine Ahnung, durch ihre ganzen Aktionen wird es halt immer schräger und schräger und man hat dann auch keinen Bock mehr auf die Wahnsinn. Und am Ende sogar noch mit Raids wahrscheinlich irgendwo hingeschickt. Aber es ist trotzdem kein Grund, eine Beefy ihr ins Gesicht zu werfen, ne? Das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Raid ist, oh geil, Alter, wir raiden die militante Veganerin. Hammer, Alter. Dann viel Spaß dort. Grüßt schön. Und die ist übrigens basiert. Ne? Die hat auch schon vor nicht allzu langer Zeit Hogwarts Legacy gestreamt. Und die hat hier und da mal einen guten Witz auf Discord gerissen. Er ist eine gute Frau. Also ist die Eigenschaft. Oh mein Gott, Kasper Kass raidet gerade mit 524 und ich spucke mein Solat einfach mal auf meinem okay, Mikro. Gut. Ich muss an der Stelle sagen, Kasper Kass oder so kenne ich nicht. Also keine Hallo. Kasper Kass, Baby. Vielen Dank für das Raid. Wir besprechen gerade, dass Tiere Personen sind, die Rechte verdient haben, genauso wie Menschen Personen. Wenn ihr mit meiner Arbeit noch nicht vertraut seid, weil ich glaube, ihr seid ja doch eine sehr radikale Ecke, dann guckt euch bitte das radikale Video Warum vegan auf der Seite aindrax.org an. Das könnt ihr einfach direkt eingeben in Google. Oder ihr klickt unten auf Warum vegan. Und das ist ein 8-minütiges Video. Wenn ihr euch das angeguckt habt, dann könnt ihr zurückkommen, weil dann werden diese Debatten hier sehr viel mehr Sinn machen, warum wir das so radikal und militant angehen. Und bis dahin Grüße an alle Neuen und wir machen weiter. Die militante Veganerin auf Twitch hat letztens auch einen Kanal geradet, der einen veganen Tag drin hatte und ja, ist dann natürlich auf wenig Gegenliebe gestoßen und hat natürlich ihre ganze Community mit rübergeschickt auf diesen Kanal, die sich natürlich sehr ausfällig verhalten haben, da ihr Twitch-Chat quasi gefühlt zu 99% aus TikTok-Hatern besteht und das ist ihr eigentlich auch völlig bewusst und jedes Mal, wenn sie einen Kanal raidet, kommt dieser ganze Kram mit und der Kanal kann gefühlt den Stream ausmachen, wenn man keine gute Moderation und sowas zum Beispiel hat. Und es wird auch schon mittlerweile gescoutet auf Twitch. Also die Moderatoren gehen durch diverse Twitch-Kanäle, fragen, wie man zu der militanten Veganerin steht, ob man sie mag. Und ja gut, das ist halt so eine Sache, ne? Du willst halt mit dem Raid eigentlich jemand unterstützen und was Gutes tun. Und du weißt aber, du hast eine Community oder du ziehst Leute damit rüber, die halt echt anstrengend sind. Ich weiß nicht, gerade wenn man vielleicht so eine Kritik hört, man hat es vielleicht selber gar nicht mitbekommen, dass es so ist. Gerade wenn man so eine Kritik hört, könnte man sich dann mal überlegen, vielleicht nicht mehr zu raiden. Wenn es wirklich anderen Personen dadurch schadet. Also ich persönlich, ich rate auch super gern. Ich rate immer am Ende meines Streams irgendwelche Streamer und denen gefällt es auch. Ja, also da kommen auch immer Leute mit rüber, die halt Bock drauf haben. Aber wenn du halt eine Community hast oder wenn du Leute dann drüben hast, die sich echt kacke verhalten, dann weiß ich nicht, ob da ein Raid richtig angebracht ist. Ne? Aber das muss man selbst halt irgendwie entscheiden. Letztendlich, du kannst raiden, wen du willst. Und man kann Raids erhalten, wie man möchte, aber manchmal ist es too much. Oder nicht, um Fall. So ein bisschen auszuscouten, welche Kanäle wohl in Zukunft vielleicht geradet werden könnten oder halt auch nicht. Ja. Oh, jetzt spannend. Psch. Jetzt mal gucken, was sie sagt. Ja, bin auch gespannt. Alter, was ist für ein Alert? Was ist für ein Alert? Sie reagiert einfach mal gar nicht. Warum ist sie gerade so AFK? Ja, sie checkt gerade nichts. Das war laut. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, das ist... Oh, das ist ja Digimon-Ding. Digimon-Speziesismus. Digga, warum reagiert sie nicht? Hallo, was soll das? Ich glaube, sie sieht's nicht. Oder ist es egal? Ich glaube, sie checkt es gar nicht. Das ist absolut abwesend. Hey, was? Was steht denn da links unten bei ihr? Debatte? 15 Euro, um direkt dran zu kommen. Warte, du kannst 15 Euro zahlen und dann kannst du eine Debatte gegen der militanten Veganerin führen, oder wie? Junge, ich höre, sie macht das halt alles, ey. Wirklich, sie macht das halt auch schlau, um das größte Geld noch jetzt draus zu ziehen, weil sie weiß, jetzt hat sie noch viele Zuschauer und so und viele Leute möchten ihr einfach die Meinung geigen oder irgendwie beleidigen oder was weiß ich, keine Ahnung.
Junge, zieht ey, wenn es ihr nicht um Geld geht, dann weiß ich auch nicht. Als ob es bei ihr noch um irgendeinen Aktivismus geht, das ist crazy. Hä? Oh, jetzt sind wir aber ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, sie mag dich nicht. Oha. Glaubst du wirklich, dass das daran liegt? Nein. Warte, stell dir vor, sie mag dich jetzt nicht. Ja, deswegen. Alter, wie undankbar. Was ist denn jetzt hier? Okay, der Spoiler war auf jeden Fall angebracht. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung. Hey, was gucke ich mir gerade an? Leute, was gucke ich mir denn gerade an? Was geht denn? Ich bin jetzt gerade nur... Ist ja einfach scheißegal. Oder sie Raffaela, die mag dich nicht. Glaubst du wirklich? Deswegen schreiben die Leute Alerta an die Faschister und so. Was? Nein. Oh, halt einmal, das muss ich screenshotten. Nein. Und dann spielt sie auch noch GTA-RP auf dem Atom-RP-Server, auf dem auch Orange Morin spielt, der jetzt auch nicht gerade Skandal... Nein, oder? Warte. Die militante Veganerin spielt auf dem Server von Orange Morange, der letztens erst die Adresse von Tanzverbot geleakt hat. Ach Junge, ja, da gesellt sich natürlich die eine problematische Seite zu der anderen. Das ist natürlich... Frei ist da draußen, um es mal seicht auszudrücken. Und der sie sogar noch auf Instagram bewirbt, um ihr noch mehr Reichweite zu schenken. Atomserver und da ist auch die militante Veganerin drauf. Und ich muss sagen, das RP mit ihm hat wirklich ultra Bock gemacht. War sehr, sehr witzig gewesen. Ja, Junge, er hat halt so wenig gemacht. Ihr müsst euch das so überlegen. Er hat halt so wenig Leute, die ihn noch mögen wahrscheinlich. Also kann ich mir so vorstellen, dass er jetzt sogar auf die militante Veganerin zurückgreifen muss. Ach man, ey, sehr, sehr geil. Naja, aber Orange, ehrlicherweise, zu dem kann man schon gar nichts mehr sagen, Mann. Das ist so... Das ist so ein sozialer Abstieg, Mann. Das ist echt bitter, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Und wir machen morgen weiter. Und ja, gute Nacht, bis morgen. Die militante Veganerin hat jetzt nach dem Extremveganer, nachdem dieser ja ein Gespräch mit ihm hatte, jetzt auch auf Instagram beworben, weil dieser einen Talk mit einer ehemaligen RT-Deutsch-Moderatorin hatte, was ja dieser Russland-Propagandasender ist, und dort erwähnt hatte, dass er quasi durch sie vegan wurde, da er recherchiert hatte und wollte ein Video gegen sie machen, hat ihn aber dazu bewogen, durch diese ganzen Fakten und diese ganzen Dinge, die da aufgekommen sind, vegan zu werden, obwohl ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass rechte Menschen unbedingt vegan sein können, sondern eher plant-based, davon mal ganz ab. Aber sie hat ihn jetzt auf Instagram vor ihren etlichen 10.000 FollowerInnen beworben. Dann hat sie mit Stefan Pütz letztens ein Video gemacht, wo sie sehr positiv dargestellt wurde. Am Ende gab es noch ein kleines Interview, wo sie auch auf diese Exposed-Vorwürfe angesprochen wurde. Und das hat sie alles natürlich weiterhin abgetan, dass sowas ja schon länger gibt gegen sie und dass man ja Witze über alle machen dürfe und dieser ganze Kram, den man mittlerweile schon kennt, diese ganzen Ausreden. Und ja, also Einsicht wird da nicht mehr gezeigt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Dann habe ich noch, nachdem AV Deutschland, also Anonymous for the Voiceless, auf Instagram einen Beitrag vom Extrem Veganer geteilt hat, hatte ich mal einfach angefragt, ob das denn so okay ist, dass sich da gerade so Faschestrukturen bilden oder ob die ein Teil davon sind und ich ja nur Fragen stelle, weil sie den Beitrag ja quasi geteilt haben und ich daraufhin kurze Zeit später blockiert wurde und vom Extrem Veganer natürlich auch. Wer hätte es gedacht? Ja, damit möchte ich auch zum Ende dieses Videos kommen. Es ist nicht sehr lang, es ist nicht sehr aufwendig gemacht, also relativ für meine Verhältnisse aufwendig gemacht. Ich wollte es jetzt nur noch möglichst zeitnah rausbringen, gerade weil diese ganze Sache mit... Hey, aber das sind neue Fakten dabei, die ich so nicht kannte, ne? Das mit diesem RP-Server wusste ich jetzt auch noch nicht. Spannende Angelegenheit, ja, sehr, sehr gutes Video. Die Fans ja gerade gefühlt auf Twitter auch am Eskalieren ist und ich euch hier auch einfach mal in Kenntnis setzen wollte, die das vielleicht mitbekommen und sowas und ja, kein Millimeter nach rechts, go vegan. Okay, sehr gutes Video, ja, vom Tilted Flosse, macht immer gute Videos, sehr. Er hat so eine Art, so eine ganz entspannte Art, ja, wo du einfach mal so vorbeischauen kannst und wirst ein bisschen schlauer draus. Nee, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Gib ein Like und das Video ist unten in der Beschreibung selbstverständlich verlinkt. Könnt ihr auch mal abchecken. Und Dankeschön für den Support. Wirklich ganz, ganz viel Liebe. Und auf die nächsten Reactions hier von Österreich. Ne? Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Leute, macht's gut. Hat mich gefreut. Und bewerten nicht vergessen. Macht's gut. Ciao, 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 ciao.